willkommen zu einer neuen Episode von Money Matters. Was der Inflation Reduction Act der USA ist und wie sich das auch auf uns alle in Europa auswirkt, erfahrt ihr jetzt. Die US-Regierung hat im Sommer ein insgesamt 700 Milliarden schweres Paket für Gesundheit, soziale Sicherheit und grüne Energie verabschiedet. Alleine 370 Milliarden Dollar sollen in den Ausbau grüner Energien fließen. Damit werden Unternehmen und BürgerInnen animiert, in die grüne Transformation zu investieren. Wir Grüne finden es gut, dass die USA damit endlich beginnen, ihre Industrie klimagerechter zu machen. Jetzt gibt es aber eine Diskussion über die wirtschaftlichen Konsequenzen für Europa. Denn wenn Unternehmen in den USA deutlich mehr Unterstützung vom Staat bekommen als in Europa, verzerrt das den Wettbewerb. Es besteht zum Beispiel das Risiko, dass in Europa etablierte Unternehmen ihre Produktion in die USA verlegen und sich auch neue, innovative Unternehmen künftig eher in den USA ansiedeln. Die Diskussion geht mittlerweile so weit, dass einige PolitikerInnen fordern, die USA zu verklagen. Aber gerade jetzt, wo die Wirtschaftskrise Fahrt aufnimmt, können wir uns einen Handelskrieg mit den USA einfach nicht erlauben. Das Problem ist nämlich nicht, dass die USA die grüne Industrie unterstützen und damit Arbeitsplätze schaffen, sondern dass wir es nicht machen. Denn um unsere europäischen Klimaziele zu erreichen, brauchen wir mindestens 520 Milliarden Euro an jährlichen Investitionen für eine grünere Industrie. Europa darf nicht zum Industriemuseum verkommen. Anstatt über Handelskriege zu diskutieren, muss die EU eigene Antworten finden. Daher brauchen wir einen grünen Fonds, mit dem wir nicht nur die industrielle Transformation unterstützen, sondern auch mehr Geld für gemeinsame europäische Projekte und Forschung mobilisieren. Es wäre eine Riesenchance für Europa, neue, gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, sodass alle zu GewinnerInnen werden. So kommen wir besser durch die Krise und schaffen auch wirklich die Klimaziele. Was denkt ihr? Schickt mir eure Fragen oder kommentiert unter dem Video.